Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trust and Betray zusammen mit dem Frame. Hallo. Und dem Maru. Hallo. Für Team Rot sind wir wieder am Kämpfen, wie immer. Ja. Mhm, ja. Ja. Jo, das ist mein Rapier. Das ist der Rapier von Vita Wolf. ich hab ja. Mal her, lass mal meine Werte sehen. Der kann nix, der ist ganz frisch. Mein Plan ist ja quasi, jeden, den ich töte, dann die Klamotten aus so einen Ständer zu hängen, wo du dann quasi an deinem Haus so eine. Kann ja echt nichts. Hier, guck doch mein Rapier an. Seid ihr bei euch gerade im Haus? Ja, wir sind bei mir im Haus. Oh, das Wetter mache ich aber aus, ja, das darf ich bestimmt, oder? Ja, das ist einfach nur nervig. Ja, das ist nur nervig. Toggle. Baum vor. Hallo. So. Afro. Hast du die Werte gesehen? Sind gut, ne? Ja, ganz ordentlich. Das ist mein Cleaver. Ich kann fliegen. Ja, ich auch. Wieso könnt ihr fliegen? Wir haben Gene. Ja, Fledermaus-Gene. Ich will auch. Gib mir so Fledermaus-Gene. Hab ich noch bei mir im Haus, kann ich dir holen. Ich hab besseres Blut dazu. Ha, ich hab noch schneller laufen. Schneller laufen, okay. Hast du 5 extra Herzen auch? Ja, klar. Ja. Ich hab das Blut von Kaden und dann meins hinzugefügt. Oh, okay, cool. Aber ich hab gar nichts dabei. Ich würde rausprobieren, ob der Creeper jetzt von mir weglaufen. Das muss ich mal kurz testen. Hast du schon Ender-Gene? Nee, die Kisten-Gene, ja, die habe ich. Oh. Kannst du mir die auch machen oder geben? Ja, ich musste mir nur Blut abzapfen. Rasa, willst du mal mein Schwert sehen? Ja, zeig mal. Ja, okay. Jetzt habe ich ein neues Schwert, danke. Ey, Creeper. Betray! Na, hast du Angst vor mir? Na? Oh, guck mal, oh. So, oh, guck mal, wie wegrennt. Der arme Kleine. Wow, nice. Voll geil, ich kann Creeper von mir herjagen. Die zischen dann wie vor Angst, wenn sie nicht. Ich will Fluggene, gib mir Fluggene, los. Ja, dann kommen wir zu deinem Haus. Warte, dann muss ich mich eben zu Fledermaus morphen. Ja, warte, ich geb dir meine. Da ist ja noch schon direkt Speed mit dabei. Achso, ja, dann machst du. Problem ist, ich habe keine Zentrifuge und deshalb ist das Letzte, was ich habe. Deswegen, den Notfall. Den meine ich ja. Komm zu mir. Ist ein Enderman, kann man den nicht töten für den Enderman? Achso, nee, du hast ja dieses Kistending schon. Enderman-Gene haben wir, aber wir killen ihn trotzdem, wir brauchen ganz viele Enderperlen. Ganz, ganz viele Enderperlen. Warte, ich töte ihn. Moment, der ist mal ein Hit. So. Der hat's überlebt. Nee, der ist tot. Nee, der ist weggefordert. Nee, der ist gestorben. Okay. Dann zeige ich dir trotzdem mal, wo mein Haus ist, ja? Ja, zeig mal, wo dein Haus ist. Wir haben es aber testweise ausprobiert. Den maximalen Schaden, den du mit einem Schlag machen kannst, sind 86 Herzen, wenn du voll Quarzrüstung mit dem dicksten Schwert machst. Ja, nicht schlecht. Also kannst du Ist das dein Haus oder was? Ja, das ist mein Haus. Welchem Haus seid ihr jetzt? Schön, wir sind gerade bei Frame. Wo ist das? Boah, du hast ja schon was Schönes gebaut hier, ist ja nett. Ja. Ach, da. Aber gleich mal den Eingang doppelt markiert, ja? Ja, klar. Ah, ich darf nicht weiter. Das Anti-Creeper-Gen ist so nützlich. Ich darf nur hier hin. Aber ich kann gucken, was du da gemacht hast. Aha. Ich weiß nicht, wo ihr seid, leider. Bei meinem Haus, Moment. Das sagt mir halt gar nichts. Von dem Schutzgebiet unten rechts. Auf so einer. Warte mal. Kante. Ist es weiß? Ja, es ist weiß und viereckig. Ah. Moment. Du das? Auf der Karte sieht man ja alle Häuser sehr schön. Das ist Vitas Haus. Von Verdemes Haus aus? Wo bist du denn? Ganz unten rechts. Über dem Spawn. Ganz unten ich rechts. Warte, ich komme mal zum Spawn. In der Blutlieferant. Ja. Der Blutlieferant, ja. Wo war denn der Spawn? Der war doch irgendwo hier. Ich glaube nur einer. Ich bin jetzt bei den blauen Häusern oben. Oben? Nee, oben sind wir nicht. Unten muss ich hin. Ja. Warte. Blaue Häuser oben. Ja, ich bin an dir vorbeigeflogen. Da ist einer an mir vorbeigeflogen. Da warst du. Ich bin unter dir. Wie macht man es mit den Genen jetzt? Irgendwo, wo man landen kann. Ich muss jetzt zuwerfen. Ja, dann landen wir einfach hier. Blub. So. Landen hier. Nehmen und spritzen. Einfach rechts, oder was? Ja, genau. Gedrückt halten. Gedrückt halten, dann ziehst du die so raus und wenn er voll aufgezogen ist, loslassen, dann hast du dir gespritzt. Nee, geht nicht. Nee, rechts gedrückt halten. Ja, geht nicht. Passiert nichts. Weil sie zentrifugiert, das Blut? Steht das dran zentrifugt? Moment. Guck mal, ich falsche Taste gerade. Nee. Okay, dann habe ich es vergessen zu zentrifugieren. Dann gibst du noch mehr. Ich dachte, ich hätte mir volles Blut gespeichert. Dann muss ich's. Ja, stimmt, ist nicht zentrifugiert. Komm gleich wieder. Hat einer von euch noch was zu essen für mich? Ja, hier kannst du Steaks haben. Bei mir zu Hause schon. Dankeschön.
Müssen wir auch mal ein eigenes Haus bauen, glaube ich, wenn ich mal Zeit habe, alleine aufzunehmen oder sowas. Ah, was habe ich denn für neue Hütchen hier bei meinen Kühen? Was für ein Schade? Achso, ich habe das Schwein auf, ne? Oh, der ist neu. Ja, du hast ein Schwein auf. Sehr, sehr schön. Nee, den hatte ich schon. Ja, guck, ich habe auch ein anderes Schwein, guck mal. Ja, das hab ich nicht. Auf. Ich habe 14 Seiten Hüte. Echt, schon so viel? Oh. Ja. Ja, ich auch schon. Aber hast du denn auch den wichtigsten, den hier? Die Krone oder was? Pikachu. Achso. Oder der ist auch geil. Ja, den habe ich auch. Aber hast du auch? Ich bin noch nicht so viel. Du hast ja schon viel mehr gespielt als ich. Warte mal, ich bin. Ach, jetzt morpht er sich. Nimm dich noch eine Pulle Blut mit. Der Wolf. Achso, ist die blau, ich darf dich angreifen. Nein! Hast du auch. Warte mal, ich habe noch keine Leute getötet. Ich nehme gleich zweimal Blut mit. Darky Sword. Hast du die einfach, haben die sich eingeloggt und du hast die einfach gefunden und gehauen oder was? Nee, die ersten drei waren ja in der Hölle, in seiner Falle, die dann nach ihm geboten wurde. Die Falle habe aber ich nicht gebaut. Aber du hast die ausgenutzt. Da, was war das für eine Falle? Einfach für dich Blut, einfach für dich Blut. Also, ich glaube, Darkest World hat so eine. Frame, dein Blut. Achso, du brauchst ja auch mal eine auch was. Natürlich. Ah, okay. Du drückst ja und dann, was passiert dann? Nix. Loslassen. Ah. So ein Effekt. Ja, uns vergiftet, wir sterben. Schlatze. So. Boah, schummrig. Dann jetzt kannst du so wieder Blut abnehmen. Fünf andere Herzen, andere Farbe, ist das normal? Ja, ja, du hast jetzt 5 extra Herzen. Oh, ich bin schneller. Ja. Das ist echt cool, mit der Geschwindigkeit. Weil Creeper haben jetzt Angst vor dir und explodieren nicht mehr. Und sind da jetzt auch schon diese Chest? Ja, du musst aber eine Ender-Chest bauen. Also eine spezielle Chest bauen. Oh, okay. Ja, dafür brauchen wir Enderperlen, ne? Genau, ganz viele Enderperlen. Gehen wir ins End, oder? Zieh die Spritze wieder an, brauchst du die, oder? Ich könnte sie auch gerne wieder haben. Ich würde die wieder auffüllen. Einfach rechtzeitig gedrückt halten. Achso, damit er mein Blut kriegt, oder was? Ja, behalt sie einfach. Musst du dran denken, dass du noch zentrifugieren musst irgendwann, bevor du sie wieder spritzen kannst. Wie lange rechts? Und dann irgendwann loslassen, oder was? Ja. Sobald es einmal auf Maximum ist. Okay. Das ist jetzt nicht zentrifuguriert oder was? Aber das ist genau. Quasi die gleichen Gene nochmal, oder? Genau, was? genau, weil du verlierst einfach, wenn du stirbst. Du sollst das aufheben irgendwo, wo du es nicht verlieren kannst. Ach so, okay, verstehe. Habe ich noch irgendwo eine Spritze, muss ich noch eine bauen? Soll ich dir das zeigen, wo mein Haus ist, oder? Moment, ich tue mir eben mal meine. Ach so, nee, ich muss eine neue Spritze bauen. Ach shit, jetzt habe ich das fallen. Nein, ich darf ja auch durch seine Tür gehen. Ich muss ja nicht meine Tür benutzen. Mit die Erlaubnis. Ja. Muss man aufpassen, wenn die Erlaubnis gibt. Okay, ich brauche einen Pfeil. Egal. Ich brauche einen Pfeil. Nee, bei uns bei Sprachgewalt und mir darf nur ich und Sprachgewalt rein. Also in die extra Räume hin. Das da und davon drei. Aber da ist eh nichts Wichtiges drin, von daher. Ach genau, ich habe irgendwo eine Kiste gefunden, die stand vorm Netherportal. Die gehörte dann ja keinem, oder? Nee, die gehört keinem. Okay. Da waren also, auf welcher Seite? Drin. Ich glaube, auf der linken. Nee, auf welcher Seite vom Netherportal? Ach so, nee, hier, bei uns. Ja, hier ist es safe, du darfst die Kisten ja nicht aufmachen. Nicht, also es war diese bewegende Kiste. Ja, yeah, trotzdem. Auch nicht. In safe darfst du nichts aufmachen, was ihr nicht gehört. Wie geht das denn mit diesem Blut überhaupt? Ich will das auch mal irgendwann mal vielleicht machen. Was? Das mit dem Blut, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, muss man dafür bauen. Achso, dann musst du. Sag mal dein Haus, wo bist du denn eigentlich? Du bist irgendwo ganz oben, ne? Ja, ich bin bei Dalos Haus, wenn das heißt, wo das ist. Nö. Ja, ganz oben. Ich sehe dich da wo Horchi und Kucks. Fliegen, ja. Da wo Horchis grausames Haus war. Bin da. Ja. Sind nur ein Bunker, weil ich baue erst. Ich würde erstmal erforschen, bevor ich dann schwimmen baue. Das da ist das Maschinerie fürs. Okay. Wobei meine natürlich nicht so schön aussieht wie die von Karten, mit dem ist alles automatisch. Wir müssen alles von Hand machen. Also im Endeffekt brauchst du. Ist das bei Team Blau, sind die auch schon so weit? Weiß ich gar nicht. Nee, die haben, glaube ich, keine so Ahnung hat. Du brauchst so ein Ding. Damit musst du mit Rechtsklick Tiere malträtieren. Dann droppen die Hautschuppen. Ein Schrapper, das kriegst du wieder. Die müssen dann quasi in das Ding mit der Lupe rein. Da kriegst du dann eine Zelle raus. Die müssen dann dieses nächste Ding rein. Dann kriegst du DNA raus, die verschlüsselt ist. Und in diesem Matrix-Teil kannst du dann rausfinden, was für Gene drin sind. Okay. Ob nun jetzt hier Anti-Creeper oder sonst was. Okay, das ist alles diese Advanced Genetics. Ich muss mir das mal so mal durchlesen. Aber dann musst du halt das Gen rausbitten, was du haben möchtest. Und das ist für du hast Strom brauchst dafür, ja? Ja, ganz viel Strom, ja. Team-Dynamo, okay, du hast keinen Lava mehr. Nee, doch. Da hinten im Tank, aber ich habe jetzt keinen Strom gerade. Irgendwie haben wir mal gesagt, ich sollte eine unendliche Lavaquelle machen, das muss ich dann auch nochmal irgendwann machen. Das geht ja gar nicht.
Doch, mit Maschinen, du hast ein. Du musst es, wenn du es richtig machst, dann ja. Mit Dynamo und hast nicht gesehen, ich habe irgendwie das mir aufgeschrieben. Ach, du nimmst auch keinen Fallschaden mehr, ne? Nicht? Nee. Oh, ich liebe es. Endlich nicht mehr morphen, sondern einfach durch. Ja, das ist mir so oft passiert, dass ich fast gestorben bin, deswegen. Ah. So, aber was würde ich jetzt machen? Weiß nicht. Was mal, ich würde überlegen, was wir Gene noch brauchen, aber es ist, glaube ich. Warum habe ich denn jetzt so ein Luggage dabei? Hast du aufgehört? Die musst du da wieder irgendwo hinstellen. Ja, das war deine, oder? Nee, das war die, die ich gefunden hatte. Und ich baue weiter meiner Farm. Warum hab ich die jetzt dabei? Du hast die außerdem aufgehoben. Also, geh ich jetzt wieder runter und stell die vor das Netherportal, ja? Ja. Wenn auch immer die gehört, das weißt du sowieso kein Mensch mehr hinterher. Nee. Einfach mit Q hinschmeißen oder einfach wie macht man das? Mit Rechtsklick setzen. Allein sogar zu dir, glaube ich. Fertig. Weg damit. Aber die gehört mir, die rennt mir hinterher. Ja, jetzt kurz zu dir. Ja, was soll ich damit machen jetzt? Pech. Ich freue mich, dass du noch eine Kiste hast. Ich weiß ja schon von einigen weiblichen Mitspielerinnen, die dich da 5 oder 6 Kisten gebaut haben, damit so eine Kistenarmee hinter sich herstellen. Damit sie nicht mehr aufsammeln müssen. Genau. Aber in der Regel brauchen wir doch jetzt erstmal noch für unser Exoskelett Zinn und Kupfer, genau. Ganz viel Zinn und Kupfer. Kupfer vor allen Dingen. Gehe ich jetzt Kupfer suchen. Oh, meine Spitzhacke ist etwas kaputt. Ich glaube, ich muss mir mal so eine richtige Spitzhacke machen, die nicht kaputt geht. Mit welcher Schüssel geht das, dass man hier aus Stein Mossystone machen kann? Das geht doch bestimmt auch, oder? Ist es bei dabei? Aus Stein Mossystone? Ja. Du kannst aus 8 Cobblestone mit einem Wassereimer Mossystone. Ja, das ist mir klar, aber es muss eigentlich auch mit der Schüssel gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da keine Ahnung von dem Schüsselzeug. So. Dann ist das vielleicht nicht einfach eine Ecke Wasser nehmen. So. Gibt so viele Schüssels, da oben sind noch welche. Carpenters-Schüssel, ist es damit vielleicht? Das klingt eher wie Holz. Carpenters-Schüssel ist für den Carpenters-Mod, also nur optisch. Ja, für diese schrägen, hast du nicht gesehen, ne? Ja. Ja, ist das dann alles aus Tinkers Construct dann auch? Weil da gibt's ja unendlich viele Schüssel, aber ja, was brauchst du denn dafür? Der Schüssel ist abhängig von dem, was für Material du benutzt. Das ist halt die Frage. Welches brauchst du? Ich weiß es auch nicht. Müsste man Shigo fragen, die weiß das. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, okay. Später. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal. Ich muss mir mal so ein. Pizzacke machen, eine ordentliche. Ich baue weiter meinen Garten an, weil ich anscheinend der Einzige bin, der überhaupt ins Essen denkt. Lyskari hat auch einen großen Garten mit viel Essen. Ja, was haben wir hier? Was? Echt, Lyskari hat einen großen Garten? Ja, habe ich mit dem letztens gebaut. Krass. Oh, ich komme mit diesen Carpenter-Mod noch nicht ganz klar. Ich brauche einen Tool-Binding-Cast, ne? Ja. Dann also brauche ich eine Tool-Rodcast. Achso, für was denn jetzt? Für den Schüssel oder für... Ich will mir eine Spitzhacke machen, einfach nur. Achso, da brauchst du ein Head, eine Binding und eine Rod, ja. Ja, jetzt brauche ich noch den Head, warum wir den denn rumliegen? Nein, nicht hier. Big X Head, genau, okay. Brauche ich die Hoe. Aus was mache ich mir das? Aus, kann ich mir das aus Stahl machen? Das ist besser als Eisen, ja, ne? Ja, mit Stahl kannst du dann auch in der Hülle abbauen. Die Erze. Hat das Stahl? Geil. Ja, müsste irgendwann da was einnehmen, ne? Stahl kann mir, glaube ich, soweit ich weiß, aus. Einfach Eisen brennen. Ach so? Ich habe mir so Mühe gemacht, diese komische lila Erz zu farmen. Gibt es in der Hülle auch die Kupfer oder sowas? Nee. Da gibt es nur Manilium und das andere Zeug. Okay, wir brauchen übrigens noch einen Haufen Wizard Bones. Wieso? Habe ich. Herzcontainer. Habe ich ohne Ende. Wie macht man nachher aus Herzcontainer? Suchen. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ja, Wizard Bones habe ich ja 5 Stück gesammelt, haben wir ja auf unsere Schwerter drauf gemacht. Weiß nicht, was du dabei machst? Nee, ne? Ja, doch. Doch, ja. Bin ich dabei. Hast du das Schwert vom Fire gesehen? Mit 26 Attack Damage? Das ist ja schon. Echt? Übel. Ja, hast du da so viel Quarz drauf gepackt oder was? Ja, klar. Scheinbar. Was suchst du? Irgendwas Bestimmtes? Ja, ich guck mal durch. Ich habe noch ein paar Sachen von mir hier beim letzten Mal reingeplant. Ja, bedien dich. Ist ja eh alles Gemeinschaftszeug hier. Ja, ich hätte nicht mehr genug Kartoffeln, um das Ganze zu füllen. So, aber jetzt mein Haus wieder nicht safe, weil mein Garten größer als mein Haus ist. Aber wann sind die Stahlbarren nicht geschmolzen? Das dauert ja ewig. Dann nehme ich mal die Eimer mit, dann hole ich mir nachher, wenn ich in die Hölle gehe, mal ein bisschen Lava noch. Das kann ich eben jetzt machen.
Während das noch schmilzt. Du oh, schon wieder dunkel, können wir Endermans farmen. Du kannst dir sogar einen Tank bauen und dann einen großen Lavatank mitnehmen. Wie gesagt, ich will das ja sowieso automatisieren mit der Lava. Ne, du kannst es nicht ganz automatisieren, außer du baust dir einen Haufen Harvester, die Bäume fällen. Nee, man kann das schon automatisieren. Achso, weil ich das gelesen habe, dass du zumindest immer irgendein Material noch mit einfüllen musst. Netherrack oder Cobblestone. Nee, es gibt so eine Maschine, da kannst du quasi Lava zu Strom verarbeiten und aus dem Strom erzeugst du dann wieder neues Lava. Genau, und da brauchst du für das Stromerzeugen weniger Lava, als das Lava erzeugt mit dem Strom. Ja. Achso, also so wie ich es gelesen habe, geht das eben nicht. Auf den automatisierten Weg verlierst du Strom. Nein, eigentlich nicht. Naja, wie ist das? Der Lava-Generator macht 80.000 und das Ding verbraucht aber 120.000, um einmal Lava herzustellen. Hm. Müssen wir mal auf den Versuch ankommen lassen, glaube ich. Man kann aber quasi so eine ganz rare Methode machen, irgendwas zusammenmischen, kriegt dann so ein Pytronium-Dust und das hält dann so viel wie 30 Millionen Lava-Eimer. Oder so. Und das hat 3 Millionen Energie zu einem 80.000 Energie-Lava-Eimer. Okay. Kuss. Genau, Endermänner jagen. Gute Idee. Na, mit einem Schwert, wo Feuer drauf ist, ist Enderman-Jagen immer so ein bisschen schwer. Ja, du hast 26 Damage, du hast die One-Hit. Ich hab nur... Ja, aber die teleportieren sich weg, während sie sterben. 6 Damage. Enderman, hallo. Wo ist denn jetzt meine... Hä? Der Kopf ist nicht da, warum nicht? Deine Wizard-Skelett-Köpfe? Nein, der Axtkopf, der Zackenkopf. Diese Endermänner sind nervig, die teleportieren sich komplett weg, die hauen ab. Die haben ja, Angst. Da ist er. Aber jetzt müssen die, glaube ich, hier reingepackt werden. Nee, da rein nicht, oder? Doch. Enderman. Wo craft ich das denn jetzt zusammen? Hier craft ich das zusammen, alles klar. Aus Stahl hast du es jetzt gemacht, oder woraus? Aus Stahl, ja. Okay. Jetzt brauche ich für den. Mach ich aus Cobblestone den Mosestone oder aus glatten Stein? Cobblestone. Gut, dann muss ich nur noch einen Eimer eben schnell mehr craften. Wir haben bestimmt noch irgendwo Eisen rumliegen. Eimer sind noch in. An der Smeltry an der Kiste. Nee, die habe ich gerade mit Lava voll gemacht. Achso, okay. Das war recht. Die Endermänner sind sehr, sehr schwer zu töten, weil sie einfach abhauen. Die rennen weg. Mhm. Ich meine, die rennen ja schon weg, wenn ich sie angucke. Die haben halt Angst, was willst du machen? Oh, Pikachu-Kopf. Der ist geil, den habe ich auch. Ja. So, wo klaue ich mir denn mal Wasser hier, ey? Ich will erstmal eine unendliche Wasserquelle hier machen, das ist mal letztens, wie ich fliegen muss. Guck mal, wie das bei mir mit den Endermännern geht. Aber sollte eigentlich nicht so gut. Nee. Die teleportieren sich weg, während ich sie schlage. Ah. Wegen dem Feuer. Aber man schaut ohne Feuer, um die zu töten. Das ist ja doof, dann kriegst du die Endermänner ja nicht richtig down, ne? Nee. Na, du erkillst sie mit einem Schlag, aber die landen dann halt irgendwo. Das zu suchen ist ein bisschen doof. Dann mach doch, dann musst du Fallen bauen und die da reinlocken. Mit Enderman fallen? Das ist auch doof. Enderman fallen, ja. Gut, ich bin halt Minecraft-mäßig eigentlich noch sehr unbeschrieben. Ich weiß das nicht, was eine Enderman-Falle ist. Feuerspiel kannst du vergessen. Hier wäre Wasser gewesen, okay. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, okay, ich brauche anscheinend ohne Feuer, um die zu töten. Ja. Ich potten die sich sonst weg, oder was? Ja, da hauen sie sofort ab, also so weit weg, dass sie nicht wiederkommen. Das ist ja doof. Ja, dann habe ich mit dem Sprengpulver in der Zeit. Die beste Verteidigung gegen die ganzen Leute mit den Überschwertern. Hab eine AWP in der Hand. Was brauche ich? 9 Cobblestone, ne? 8. Ah, du brauchst 9 Mossystone, das heißt, du musst das zweimal machen. Ja, ich bin 9, glaube ich doch, ja. Ich glaube, ich habe noch Mossystone, oder? Mal eben kurz gucken. In Kisten sollte eigentlich noch was sein. Ja, eigentlich schon, ne? Oh, die armen Creeper, die können sich nicht wehren. Ich weiß nur nicht, in welcher Kiste. Die wertvollste ist eigentlich hier. Na, da sind noch 4 Stück. Okay, dann wollen wir einmal raus. So,
Und jetzt muss ich einfach ganz normal einen Block machen, ne? Quasi hier. Ja. So. Mossball. So, das packe ich mir auf die Spitzhacke drauf, dann geht nämlich schon mal nicht kaputt. Und dann wäre Haste ganz gut, ne? Wann können Enderman sich denn nicht teleportieren? Wenn du auf die Füße schlägst. Wie viel Redstone kann man drauf machen? Muss aufpassen, steht dran. Redstone sind 50. Ja. Und 450 Lapis Lazuli. Aber Lapis Glück hast, oder was? Das heißt, ja. Am besten durch meine Safari-Netze mitnehmen, die Endermänner einsacken und dann irgendwo hinstellen, wo ich sie nicht wegkommen können. Weil die kommen eigentlich überall weg. Aber ja. Lapis haben wir gar nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Doch, ganz wenig. Ja. Das levelt sich aber mit. Je nachdem, wie viel du abbaust, Lapis wird da immer höher gehen. Also soll ich das Lapis, das wir jetzt schon haben, noch schon mal drauf machen, ja? Ja. Ach, es geht mit? Cool. Ja, aber langsam. Alle so schöne Häuser. Ein Bunker. Ah, ich hab Redstone natürlich nur einmal gecraftet an 5 statt 50 mal, ich tipp. Also Redstone haben wir wirklich noch genug. Ich glaube, daran scheitert es nicht. Ja, ich habe ja 50 reingepackt, aber man muss ja jeden einzelnen craften. Man kann ja nicht 50 sagen, hier, craft 50 Stück. Achso, okay. Maro, du kennst dich doch mit den Genen aus. Ja. Gibt's da irgendwelche Gene, die die Stärke erhöhen? Nee. Mehr Damage kriegst du darüber nicht. Nee? Okay. Du kannst dir jetzt überlegen, muss halt jetzt ausrechnen. Du kannst eine Extra-Rüstung, der entweder Quarz drauf machen, das gibt dir normal Schaden, oder Diamanten, das gibt dir prozentual Schaden. Was bei deinem Spiel jetzt mehr bringt. Und bei meinem Schwert würde ich sagen, prozentual. Je nachdem, wie hoch der Prozentsatz ist. Weil du kannst maximal 6 Schaden drauf machen. Das ist ja schon einiges. Dieses Craften ist schon nervig, oder? Ja. Ich habe für mein Schwert auch, ich glaube, 1 oder 2 Folgen gebraucht. Das Material hast du kein Problem, ja. Naja, Mendelium Farm. Für den Cleaver brauchst du 13 von beiden, also 13 Adi, 13 Kobalt. Ach nur? Da sitzt du schon mal ein bisschen dran. Ich hab mehr. Also ich kann mir einen Cleaver bauen. Ist der Cleaver der stärkste? Ich weiß es nicht. Ja, Cleaver ist die stärkste Waffe. Das war auch die, glaube ich, die Köpfe abhaut, ne? Genau. Aber wunderbar. Die Chance ist nicht so hoch. Ach so, also kann ich nicht einfach in den Nether gehen, die ganzen Enderskelette hauen und da... Nee, man hat schon eine erhöhte Chance, aber die ist nicht wirklich erhöht. Man könnte sie nochmal pushen, wenn man 2 oder 3 mal Enderperle und Obsidian drauf macht, dann ist sie, glaube ich, bei so 50%. Aber dafür ist mir der ein bisschen zu schade. Nee, das Ding muss auch damit. Ich habe 30 von dem gelben und 70 von dem blauen Erz. Oh, krass. Ja, ich habe direkt noch einen mitgemacht für Liscario. Und ich glaube, in der grünen Kiste ist auch noch ein Haufen von dem Kram drin. Wenn ich jetzt mich in den Skeleton laufe, kann ich dann trotzdem fliegen? Ja. Ja, du kannst jetzt alles fliegen. Geil. Draußen steht eine Truhe einfach rum. Im nicht safen Gebiet. Oh. Nichts drin, schade. Aber ich nehme die Truhe mit. So, mehr EQ. Ein paar von euch kriegen noch vermehren, bevor das Server leckt. Mehr darf ich das nicht. Hier. Oh, Kupfer, das hat noch keiner abgearbeitet. Geil. Also durch dieses alles fliegen konnten Liscario und ich Vita Wolf ausfindig machen. Ja, weil wir haben uns beide in den kleinsten Slime, diesen, nicht Slime Ball. Achso. Neta-Slime verwandelt, Magma-Slime. Und man sieht die ja kaum. Und er war der Einzige dann als Fledermaus. Und so haben wir uns nicht gegenseitig angegriffen. Achso. Was hast du dich verwandelt, als was? Als kleiner Magma-Slime. Ich nehme mein Dia-Schwert mit, damit kann ich wenigstens bei Endermänner schlachten. Und ja, aber die Fledermaus sieht man noch schlechter, oder? Ja, aber ja, sie aber wissen ja, dass sie die Fledermaus angreifen können. Genau. Nachher hast du da 3 oder 2 Fledermäuse vor dir und du weißt nicht, wer welcher ist und ja. Das ist ja praktisch, ich sammle gerade alles auf, was ich abarbeite. Ja, ja, die fühlt alles. Was ich halt cool finde, ist Phantom, wenn es fliegen kann. Also so schwarze Punkte, die durch den Map fliegen. Ja, das Phantom ist auch gut. Wenn dann jemand irgendwie Probleme mit der Grafik hat, ein Partikel aus hat, dann hat er ein Problem. Ja, Phantom habe ich auch schon, ja. So. Brauche ich meinen Karottengarten hin? Boah, dieses Essgeräusch von dieser Kiste. Ach, wie viel Kupfer braucht man so? Habt ihr gesagt für die Platte? Für die Chest? Du brauchst 3 Kupfer für einen Zinn. Das gibt dir, glaube ich, 4 Erz oder so? Ja, also 6 Kupfer, 2 Zinn für eine Platte. Was? 6 Kupfer für eine Platte? 6 Kupfer, 2 Zinn für eine Platte. Ja. Erz oder Barren?
Das ist, glaube ich, Jacke wie Hose. Ja. Nee, weil ein Erz gibt ja zwei Barren in der Smeltery. Ja, dann ist natürlich ein. Echt? Ja, glaube ja. Ich auch. Wohl? Nee, gibt's nicht. Nee. Nee, gibt's nicht? Also bei Manilium und Kobalt, also bei Adit und Kobalt war es nicht so. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. So, einfach alles rein da. Also diese Kisten muss ich aber einsammeln, wenn ich mich auslogge, weil sonst... Korrekt, sonst kannst du die nächste hier mitnehmen. Okay. Einfach Shift rechts klick, dann hast du die. Shift rechts klick, okay. Ich muss mir den Pulverisierer bauen. Damit ich Papier herstellen kann. Damit ich endlich enchanten kann, weil ich habe Level 44. Ich habe Gold Level 55. Gefunden, ey. Habt ihr schon viel gefarmt eigentlich, ja, ne? Wahrscheinlich. Was? Nee. Ich habe ein bisschen gefarmt, aber immer nur das, was ich brauche. Ich würde ja gerne wissen, wie Jan die Karten hat, weil der hat so einen komischen XP-Pool unter seiner Haustür. Das heißt, jeder, der reinkommt, gibt erstmal ein bisschen XP ab. Das soll ich auch gesehen. Hat er so einen Diamanten da oder was? Was? Oder wie geht es mit dem XP? Nee, da gibt es so einen XP-Tank. Und da gibt es da so eine Abzapfstation. Und da kannst du halt auch eine Druckplatte draufstellen, dass halt, wer drüber läuft, mal kurz ein bisschen abzapft. Ja. Also ein Becken voller grüner Energie unter ihm. Wo du dann auch wieder deine Energie auffüllen kannst. Das ist aber schon voll, okay. Bei ihm. Ja, ist schon immer voll. So, das heißt, wir haben noch. Eigentlich keine Zeit mehr, sollten in den nächsten Minuten aufhören. 26:43, wir haben noch Zeit. Ja, aber wir sollten schon das Aufhören in Betracht ziehen. Okay. Warum? Was habt ihr? Ich will eine halbe Stunde ausnutzen. Jo, aber nicht, dass wir dann am Ende auf einmal, ich muss noch was machen. Nee, drüber komme ich. Also ich brauche einen Pisten, zwei Flints, zwei. Weiß ich, außer Frame will zwei Folgen machen. Frame weiß ich nicht. Ja, doch. Warum wohl, glaube ich, nur eine, ne? Wenn wir jetzt aufhören, könnte ich zwei machen. Nee, dann ist sie zu kurz. Das mache ich nicht. Okay. Dann komme ich ins Hintertreffen, weißt du, zu Team Blau. Okay. Dann sammle ich mal schnell alles ein, was ich habe für den Pulverisierer. Ich brauche Zinn und Kupfer die ganze Zeit, ne? Mhm. Ich brauche zwei Flints. Habe ich Flints? Kistensystem nicht vorhanden. Ich habe Flints, okay. Zwei Flintstones. Dann brauche ich zwei Kupfer. Wie sind hier noch, ey? Es nimmt gar kein Ende. Ich habe nur Zinn und Kupfer gefunden hier die ganze Zeit. So. Okay. Jetzt fliegen wir mal hier wieder raus. Was Eisen, ist das da? Glas. Fossil. Was ist in den Fossilen drin? 3, 4. Dino-DNA. Oh. Du kannst damit Dinos wiederbeleben, wenn du die richtig sammelst. Da gefunden. Okay, habe ich noch Glas? Du hast so viel Glas gemacht. Ich habe ein Broken Ancient Sword gefunden. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ich auch nicht, aber behalten kann man es ja trotzdem. Man muss ja nicht wegschmeißen. Ich hänge Glas mir schon wieder. Das sieht ja geil aus hier. Ein Glas. Zwei Glas. So. Die Bäume sehen aus wie Legosteine hier draußen, diese gelb-roten. War auf der Karte. Ja, sieht voll schlimm aus. Aber ich find's voll geil, dass ich nicht mehr morphen muss. Oh. Danke, Maru. Danke. You are the best. Was ist, wenn ich hier eine Ender-Chest habe, mache ich einfach einen Rechtsklick drauf oder was? Oder wie läuft das dann? Wenn du was hast? Wenn ich eine Ender-Chest mal irgendwann habe. Shift-Rechtsklick drauf, um dich zu registrieren. Okay. Eigentlich eine Ender-Chest oder eine Gene-Ender-Chest oder so heißt die. Wo ist denn jetzt diese Kiste gerade? Die kommt mir nicht hinterher. Sollte die nicht hier hinkommen? Doch, da ist er ja. Ah, okay. Best Ender-Chest heißt sie. Okay. So, ich würde sagen, wir machen mal Schluss hier für die Folge. Ja. Was los? Ja, bin ich auch für. Gut, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.